Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie The Jiggest of Time. Es geht wieder weiter, wir sind hier aktuell auf der Ebene von Hyrule und wir gehen jetzt aber gleich nochmal auf die Lon-Lon-Farm, denn wir möchten dort gerne noch den extravaganten Sprung ins Wasserbecken vollführen. Und holy moly, warum ist die Kamera gerade so beschissen? Was war das denn? Und ich bin aber der Meinung, man muss eigentlich gar nicht auf diesen Turm raufklettern. Ich bin der Meinung, man kann möglicherweise mit diesen Schuhen hier was machen. Dementsprechend versuche ich das mal kurz. Denn ich hatte jetzt offscreen öfter schon mal versucht. Und bin der Meinung, du kannst hier, wenn du einen guten Jump machst, auch in dieses Wasserbecken kommen. Mit dem richtigen Timing, mit dem richtigen Sprung. Und dann sparst du dir einfach diese 10 Millionen Tote, die du ansonsten davon trägst. Ich muss halt nur ein bisschen das Ganze timen. Ich meine, wir haben ja ein bisschen Zeit. Shit. Aber, schlecht. Einfach nur schlecht. Wir machen das ein paar Mal, Leute. Ich will es auf jeden Fall versuchen, ob wir das so hinbekommen, weil, ganz ehrlich, ansonsten kletter ich da 10.000 Mal hoch, sterbe und, ja, ist nicht schön. Ich denke, das ist, glaube ich, die smartere und schnellere Lösung. Kamera so beschissen. Seht ihr das? Das ist auf jeden Fall möglich. Also ich denke, wenn ich da im richtigen Moment noch den Ratatatat hinterher setze, dann könnte das was werden. Ist halt wirklich genau am Beckenrand. Aber ich glaube, das ist es mir wert. Und wenn ich das dann schneide. Das ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn ich da runterjumpe und sterbe. Ja, seht mal. Ist das geil. Besser. Viel besser. So, man kann es sicherlich auch über den Turm machen. Aber warum sollte ich das? Wenn ich hier einfach ein bisschen tricksen kann. Ah, die Musik ist so gut. So, Leute, die restlichen Puzzleteile ist mir aktuell noch ein Rätsel. Aber uns wurde ja gesagt, wir können uns... Es sind jetzt noch 3 Stück, glaube ich, ne? 3 Stück für, Hyrule, Ebene von Hyrule. Genau. Und uns wurde ja gesagt, wir können uns da gerne in dem Museum von Bottles... War doch Bottles, oder? Das mal angucken. Ups. Und dementsprechend dort Hinweise erhalten, je nachdem, wie viele Puzzleteile wir schon, wie viele Noten wir gesammelt haben. Und wir haben ja mittlerweile 800 Noten. Da geht doch bestimmt was. Dementsprechend, ich mach mal kurz Tag. Und wir gehen mal ins Schloss. Und erstmal einen Schluck Kaffee. Gehört halt auch dazu. So. Ein paar Eier müsste man eigentlich auch mal wieder sammeln. Eigentlich kannst du das echt gut machen auf der Ebene von Hyrule. Natürlich. Wahnsinn. Okay, na dann wollen wir mal. Gehen wir mal in das Level rein, was wir eh schon komplett durchgeballert haben. Und mir fällt aktuell halt auch nur noch ein, dass ich hier... Achso, da muss ich mich nochmal zurückverwandeln, ne? Da muss ich mich nochmal verwandeln. Merke ich gerade. Wahnsinn. Aber ich komme auch so hier hoch, oder? Irgendwie?
Komme ich hier so hoch? Nicht? Tatsächlich nicht, wow. Ich bin doch hier auch so hochgekommen, genau. Federn haben wir jetzt auch wieder voll. So, und dann verwandeln wir uns schnell in... In was haben wir uns verwandelt? Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir mal. Genau, verwandeln wir uns schnell in das, was wir uns verwandeln. Und dann gucken wir nochmal in das Museum rein, würde ich sagen. Bin mir ziemlich sicher, die Totenköpfe habe ich nicht alle gefunden in allen Leveln. Aber... Ach ja, ein Bombensack. Aber wie gesagt, das zählt für mich jetzt auch nicht unbedingt als 100%, wenn ich es auch nicht brauche. Ich hoffe halt, ich kann mich überall da verwandeln, wo ich mich verwandeln muss. Dann reicht mir das. So, und als Kartoffelsack können wir jetzt halt durchs Schlüsselloch und dann gehen wir jetzt mal kurz ins Museum rein und gucken mal, ob wir uns ein paar Hinweise ergattern können. Mal gucken. Ah, hier sind auch so coole Boss-Keys. Ah, next to the river. Dann hier ist wieder so eine Übersetzung. Oh scheiße, ich habe das glaube ich weggeschmissen. Oh nein. Bullshit. Ah, okay, da ist ein X, ein grünes. Da muss ich ein Ratatatat machen, glaube ich. Clue 2. Hä? Aber da habe ich doch genug Noten. Wollte schon sagen. Da fehlen mir noch 10. Aha. In the field. Hier, hallo? Ich erhebe meinen Anspruch darauf. Das sind 765. Aber ich kann mich hier zurückverwandeln. Schön. Achso. Dö. Hallo? Ich denke, die Magic lässt nach. Wollte schon sagen. Komm raus. Interessant. Achso, haben wir ja schon mit Bottles geredet? Free Secret Area. Ah ja. Also hier mal eine mit goldenen Federn. In the Woods. In the Woods? In the Field. Hey, in the Woods? Wieso in the Woods? Also das hier, kann ich mir schon fast vorstellen, was es ist. Da soll ich ein Ei drauf schießen, scheinbar. Secret Level 3. Das ist Secret Level 1, oder wie? Ratatatat. Oh Gott. Ja, das hier, das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, aber ich brauche da auch noch ein paar Puzzleteile, bevor ich den nächsten Hinweis bekomme. Das hier ist sehr unscheinbar. Ah ne, warte mal, das ist gar nicht so unscheinbar. Das ist oben auf dem Labyrinth drauf. Und hier, warum? In the field. Warum kann ich mir den Hinweis nicht holen? Ich habe genug ich habe genug Noten. Verstehe ich nicht. Secret Level 3. Da gibt es zwei Blumen. Okay. Ich glaube, ich mache mir mal ein paar Fotos davon. Vielleicht können wir es ausfindig machen, ansonsten müssen wir das halt später machen. Das ist in den Woods irgendwo. Und das, ist halt im Field.
mit drei Blumen. Aber ich denke mal, das eine können wir vielleicht lösen. Da gehen wir jetzt mal hin. Mal gucken. Okay. Aber irgendwie, das eine war verbuggt, ne? Da hat es irgendwie nicht hingehauen mit den Noten. Das hätten sie mir eigentlich schon zeigen müssen, weil ich habe 800 Noten insgesamt. Ja, und wie gesagt, wir könnten halt nochmal gucken in der Zitadelle der Zeit. Da hat man ja auch ein Tor, was wir noch nicht geöffnet haben. Ich weiß allerdings nicht, ob das nicht schon Finale ist. Dementsprechend, ich würde erst gerne diese Secrets noch finden. Wir gucken mal. Ja, die Frage ist halt, wo findest du denn hier auf dem Field diese zwei Blumen? Das müssen wir dann halt auch herausfinden. Und im Wald ist das, glaube ich, oben auf dem Labyrinth drauf. Auch wenn es ganz schön gemein ist, dass es zu diesem Level gehört und oben im Wald ist. Also im Kukiri-Wald. Das ist schon harder stuff irgendwie. So. Wir müssen jetzt einmal hier oben auf die Wand drauf. Ob das jetzt auch so markiert ist, wie in den Bildern, wage ich zu bezweifeln. Aber wir gucken mal. So, und 1, 2, 3. Ah, guck mal. Ja, da ist es doch. Easy. Hä, geil. Wir haben ein Secret Level gefunden, Leute. Hätte man vielleicht auch vorher schon finden können, ne? Ist ja schon ein auffälligeres X. Wenn man es weiß, auf jeden Fall. Oh Gott. Warum? Oh, cool. Einfach so ein Breath of the Wild Shrine. Ha! Ha ja! Why is that kid screaming at us? I can translate. He's saying good luck to you. Und Star Fox. Thanks, Link. Wo ist der Link? Ich habe ihn nicht gesehen. So, warte mal. Ich mache mal hier noch schnell die Krabbe down. Boah, irgendwie gerade so ein bisschen Frame-Einbrüche, ne? So kann ich... Da gehe ich einfach rein, ne? Ja. Okay. Cool. Secret Level gefunden, Leute. Ach du Scheiße. Ja. Wahnsinnig toll. Okay, was haben wir denn hier? Federn haben wir voll aktuell. Ich sammle mal nur die Eier. So, wir haben einen Sarkophag. Kann ich den schon öffnen? Nee, ne? Da haben wir nur noch eine goldene Feder. Die sind aktuell schon wieder super low, unsere goldenen Federn. Wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir den vorm Final Battle nochmal auf 20 bringen irgendwie. Ich glaube, das ist wichtig. Okay, jetzt haben wir hier überall solche Töpfe. Was bedeutet das? Hier unten geht es auch noch lang, oder? Ja. Gucken wir da auch nochmal kurz runter. Aber cool, wir haben einfach so ein Breath of the Wild Level. Hier sind einfach 20 Geister und eine Truhe. Mit einem Leben. Okay. Nein, 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 nein. Shit, falschen Knopf gedrückt. So wird das nichts mit den 20. Okay, wir haben jetzt hier so ein... Reden kann ich nicht. Das wird auch nichts, glaube ich. Nee. Jo. Wenn ich mich da oben drauf stelle, kriege ich nur auf die Fresse.
Okay, ja, wie mache ich das? Also das Secret Level an sich haben wir gefunden. Hier gibt es halt überall Federn. Darüber zu jumpen, das stelle ich mir, glaube ich, unmöglich vor. Ja, das wird nix. Okay, wir haben hier diesen Sarkophag. Kann man damit irgendwas machen? Der steht hier doch nicht ohne Grund, oder? Da haben wir einen Stern. Aber diese Federn, die sind auch schon wieder... Ist das irgendein Hinweis darauf? Kann ich hier abheben? Kann ich hier vielleicht auch einfach einen Ratatatat dran machen? Ne, funktioniert auch nicht. Hier vielleicht einfach mit der goldenen Feder reinjumpen. Ja. Oh Gott! Was zur Hölle? Okay, das hat funktioniert. Aber ich habe nicht so viele goldene Federn, dass ich das jetzt machen könnte. Ja, shit. Ich kann jetzt nicht in jeden Topf mit der goldenen Feder reinhüpfen. Wie stellen die sich das vor? Ah, okay. Vielleicht kriege ich jedes Mal eine goldene Feder. So. Einfach drüber gehüpft, ey. Gruselig. So. Jedes Mal zwei von denen, ne? Das heißt, ich muss wirklich immer alle Eier einsammeln. So, warte mal, da komme ich aktuell noch nicht lang. Ist das nervig. So, warte mal, hier mache ich mal kurz den hier. Das hat nicht so gut geklappt. Aber klappt das? Hier einfach gerade schieß. Nee. Mann, das klappt alles nicht. Ich könnte wahrscheinlich so außen rum. Aber ich weiß halt nicht. Was ist denn hier? Okay, warte. Wir machen es so. Ich glaube, hier ist jetzt aber keine goldene Feder drunter. Nö. Schade. Hier auch nicht. Doch, okay, sieht man manchmal nicht. Alles klar. Ja, ich weiß nicht, gibt es da oben was? Oder warum sollte ich da... Das ist eine Kiste. Ja, toll. Was ist in dieser Kiste? Ein Leben? Lohnt es sich, darüber zu springen? Lohnt es sich, darüber zu springen? Man weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall nicht so viele Federn. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und Eier habe ich auch nicht mehr so viele. Aha. Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so viel Sinn ergibt. Also ich denke mal, im Endeffekt müssen wir wahrscheinlich wirklich da oben hin, ne? Das heißt, ich gehe jetzt hier weiter. Und mach den hier weg. Mann, ey, du brauchst hier echt viele Eier. Ich glaube, deswegen stand da auch als Hinweis, dass du Eier brauchst, oder? Meine Güte.
Okay. Wunderbar. Okay, Leute, der Part ist auf jeden Fall rum und neigt sich langsam dem Ende. Wir kriegen immer mal ein paar Eier, aber es ist echt wenig, was wir haben. Eigentlich reicht's nicht. Oder? Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss offscreen dann ein bisschen farmen. So, da geht's dann auch schon wieder weiter. Hier kann ich mir wieder eine goldene Feder holen, sicherlich. So. Zack. Und ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir mal, wie es hier weitergeht. In diesem Secret Level. Oh Gott, ich wäre fast runtergefallen. Gott. Oh no. So, ich glaube, das hier ist eher ein Rückweg, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Okay, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu Breath of the Wild. Tschüssi.